Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Und unser Hauptscreen füllt sich mit Charakteren. Das finde ich süß gestaltet, dass je mehr wir bekommen, desto voller wird der Hauptbildschirm. So. Ich würde mal sagen, in der letzten Folge haben wir den ersten Sternjuwel bekommen und wir sollen uns heute wieder auf den Weg machen zum Äonentor, um dem Fundort des zweiten Sternjuwels herauszufinden. Aber ich denke mal, es wird im Wunderland sein, Wunderwald. Weil, das hat uns ja dieser komische Dude-General in der letzten Folge erzählt. Zumindest für uns Zuschauer. Hast du schon was Neues zu sagen? Nein. Bist immer noch ein bisschen Depri. Was sagt denn eigentlich meine Statistik? Okay, geht eigentlich. Und wir haben genug Insignien, um einen Partner aufzuwerten. Wie viele Sternsplitter habe ich denn eigentlich mittlerweile? 7. Es geht. Vielleicht kann ich mir davon ja was kaufen. Mario, ein Sternjuwel haben wir ja gefunden, aber Prinzessin Peach leider immer noch nicht. Wo ist sie bloß? Ich hoffe, dass ihr nichts zugestoßen ist. Was ist los? Du zitterst ja. Ist dir nicht gut? Mario, ich hoffe, diese Mail erreicht dich auch wirklich. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich ihr Versteck befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mithilfe dieser Karte wollen sie sich anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Vielleicht wissen sie schon, dass du die Karte hast. Pass also gut auf dich auf. Um mich mach dir keine Sorgen. Peach. Ist das etwa eine Mail von Peach? Also geht es Peach gut, den Umständen entsprechend. Aber die Entführer der Prinzessin sind auch hinter den Sternjuwelen her, oder? Wir sollten nach Rohlingen gehen und uns von dort aus die Suche nach dem nächsten Sternjuwel machen. Wir waren ja da auch auf dem Weg, lieber Kubido. Aber erstmal nehmen wir ein paar Gegner mit. Weil Erfahrungspunkte sind nun mal Erfahrungspunkte. So, dann einfach ein ganz normaler Halzerstoß. Mann, es gibt 3 Erfahrungspunkte. Also, in Paper Mario 1 gab es für gewisse Gegner ab einem gewissen Level keine Sternpunkte mehr. Okay, vielleicht ist es in diesem Fall auch so. Warum klinge ich so nasal? Wenn ich schon wieder krank werden. Ich nehme einfach jeden Gegner mit. Kann jetzt sein, dass die auch wieder komischerweise dann einen Orden tragen, oder? Ich glaube, als nächstes nehme ich wieder Blumenpunkte. Der hatte zum Beispiel eine Feuerblume. Gib mir all euer Money. Also es sollte der Folge der Erstangriffe. Mal gucken, wie viele Erstangriffe ich heute mache. Vielleicht soll ich so einen Erstangriffs-Counter hinzufügen. Was ist das denn? Ein Schrumpfer. Lässt Gegner schrumpfen und schwächt ihre Angriffskraft.
Da kann der Panzer weg. Für Verteidigung gibt es ja später Ohren, glaube ich. Zumindest war es so im ersten Teil. Auf zurück zum Äonentor, aber zuerst gehen wir nach Holingen. Das jetzt, wenn wir eh schon hier unten sind. Und schon wieder ein erster Angriff. Ich liebe es. Weißt du was, du kannst auch mal was machen. In dieser Folge noch ein Level abkriegen? Ich bezweifle. Aber wir haben endlich mal wieder eine gute Anzahl an Money. Irgendwann da geht es auch in einem neuen Gebiet weiter. Ja, wo geht's hier nochmal lang? Da kann man Sachen springen. Okay. Wer bist du denn? Wir starten Funkelbad. Ich sammle Sternsplitter. Je mehr, desto besser. Und du, hast du welche? Ich tausche sie gegen Orden. Welchen Orden möchtest du haben? Down, daneben, Glück gehabt. Im Kampf gehen Angriffe auf Mario manchmal daneben. Das ist gut. Herzlein Partner. Blumen singen. Die PP regenerieren sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Nach einem gewonnenen Kampf findest du öfter Items, das ist auch nice. Herzhinder, Blumenregnen. Schnellwechsel. Oh, mir fehlt ein. Oh, mir fehlt eine einzige Stern noch für. Schnellwechsel. Kraft plus. Angriffskraft versprungen. Also ja, es gibt Angriff plus wieder. Komm später wieder, wenn ich genug Orden habe. Ich sterbe später. Muss ich ja irgendwie zum Äonentor kommen. Ich muss da lang. Wollte ich schon gerade sagen, irgendwo mussten wir doch noch mal hin. Und was sagst du zu diesen Orten? Rubio. Warte, jetzt kommen wir doch eigentlich hier rein, ne? Öffnet man doch nicht. Der Mann macht sich klein. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Markus, so. Ich glaube, ich sollte hier wirklich noch nicht sein. Dann gehe ich noch mal.
Oder es geht doch und ich bin einfach nur zu blöd. Ich habe jetzt nur ein bisschen KP verschwendet, aber eher. Du kannst den Powerpanzer machen. Na, dann verwende ich es mal direkt. Gegnerischer Erstangriff. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Mist. Okay, B-Block ist ein bisschen schwieriger. Bisschen schwieriger. Also im Blocken bin ich besser als ein Konter. Das gebe ich schon mal zu. Hier könnte ich doch rein theoretisch jetzt auch rein, oder nicht? Da komme ich zum Beispiel noch nicht rein. Aus Orden. Hier merke ich mir, hier ist ein Orden. Na, ich denke mal, hier kommen wir eh noch mal öfters vorbei. Kann man lang und hier kann man lang. Ja, das war ja der Ort mit der Truhe. Stimmt. Hier haben wir unseren ersten Flug bekommen. Dann kann ich jetzt auch lang, ne? Ich einfach mal hier um, ne? Vorsicht, nicht hineingehen. Höre ins Innerste der Erde. Eingang zu der Dunkel. Duellkerkern. Die Ohren, Erstangriff und Straßenficker haben mir keine Wirkung. Tiefste Etage 0. Ich gehe da mal wieder. Ich glaube, hier will ich noch nicht sein. Aha. Wir haben ein Signet der Sonne erhalten. Und beinahe perfekt drauf gelandet. Na dann, Mario, halte das Sternjuwel hoch. So, nächster Ort wird jetzt erhöht. Wo müssen wir denn als nächstes hin?
Okay, das sieht sehr nach dem Wunderwald aus. Und wir kriegen einen grünen Stern. Der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Schaut doch nur, Mario, da steht, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Aber ich kann das nicht entziffern. Wir sollten Professor Gumbat um seinen Rat bitten. Das ist praktisch. Dankeschön, liebes Spiel. Verstehe. Und wo finden wir nun das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Dort befindet sich im Inneren eines großen Baumes das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Übrigens, Herr Professor, wegen der Prinzessin. Mario hat vorhin eine Mail von Prinzessin Peach erhalten. Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach den Sternjuwelen suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen? Was haben die nur vor? Leider weiß ich immer noch nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann sollten wir also in den Wunderwald gehen und das nächste Sternjuwel suchen. Ja, das wäre klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, euch im Tothaus auszuruhen, wenn eure Kräfte nachlassen. Und vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. Ich wollte eh nochmal in den Tothaus gehen. Luigi? Was machst du denn hier? Dann wollte ich das mit dem Kampfdojo einmal machen. Aber erstmal Luigi, du musst noch etwas warten. Ich gehe mich erstmal aufwerten hier. Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Die Angriffskraft der Betreffenden erhöht sich und erlernt eine neue Technik. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Mit Multikopfnuss greift der Gegner mehrfach an. Mit Panzerschild schützt er Mario vor Attacken. Dann würde ich erstmal Gumbrina nehmen. Weil Panzerschutz eigentlich auch sehr nice ist. Ich glaube, ich nehme erstmal Gumbrina. Rangus Aufus. Hey. Aufus. Mausus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Hab leider nicht genug Insignien. Hier kommen wir ja eigentlich ja auch hin, ne? Das ist das Revier der Banden von Moluski, dem Räuber. Was auch immer du hier willst, es wird nicht einfach sein, Moluski zu treffen. Okay, dann reden wir erstmal mit Luigi. Mario, unglaublich, dass wir uns hier treffen, oder? Ich? Was ich so mache? Also, du musst wissen, ich bin auf der Suche nach Prinzessin Eclair. Sie ist die Prinzessin des Biskuit-Königreichs und ich muss sie retten. Sie wurde nämlich entführt und zwar von einem finsteren Gumba-König. Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Minister des Biskuit-Königreichs. Ein sehr kultivierter Herr, sein Name ist Toastmus. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Ein wichtiger Brief, okay. Also das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach angekommen war, bist du ja sofort abgereist und ich machte mir gerade das Essen fertig, da kam noch ein Brief an. Ein interessanter Brief, kurz gesagt, es stand darin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastwurst und ich habe eine Bitte. Ich schreibe euch aus dem Biskuit-Königreich und hier gibt es ein Problem. Vor einigen Tagen hat der Gumba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe werden wir es nie schaffen, sie wieder zu befreien. Wir hoffen auf euch. Bittet meldet euch bald. Toastwurst.
So ungefähr stand es in diesem Brief. Nun, du warst nicht da, aber irgendwer musste den Leuten doch helfen. Also habe ich mich auf den Weg in diesem Biscuit-Königreich gemacht. Ich habe mir nur noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte. Damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wieder heimkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toastwurst erklärt mir erst einmal die Lage. Der Gumba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo er sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Ebenfalls sagt er das Hof Astrologe. Der Wanderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen. Der Wunderkompass natürlich. Und seine Teile sind in alle 7 Winde verstreut. Seit sie von Äonen verflucht wurden, warten sie auf ihren Finder. Jedes Teil des Wunderkompasses zeigt auf eines der anderen Teile. Und eines dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen, er wird mich führen. So sollte ich also auch die Prinzessin Eclair finden. Also bringt Toastwurst das Diadem zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten. Und weit im Süden, da streut der Feuerberg der gefährliche Vulkan mitten im Polymassee. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Was für ein Abenteuer, der Weg dorthin ist sicher voller Gefahren, aber ich muss Eclair retten. Soll ich noch was erzählen? Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Abgeschlossen. Dieses Ostend ist ein ziemlich gefährliches Viertel. Mit den Kerlen, die hier leben, ist nicht zu spaßen. Wer kein Geld hat, muss eben sehen, wie er sich durchschlägt. Hey, 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 ich bin Ian Fumaus, die famose Infomaus. Ich habe alle Informationen, alle, die man braucht. Wenn du Probleme mit Problemen anderer hast, helfe ich dir gerne, aber nur für Münzen, verstehst du, oder? Du hast derzeit keinen Auftrag angenommen, also brauchst du meine Hilfe auch nicht, verstehst du? Komm wieder, wenn du dir einen Auftrag auch an der Tafel da abgeholt hast, aber bloß nicht davor. Hallo, du bist zum ersten Mal in der Jobagentur, oder? Ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn, ja welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung von Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probier es doch gleich mal aus. Suche Schlüssel. Al-Gumbuno, liefere Zeug, Marktforschung, wuff. Fang den Kerl, Gumbo. Schlag mich, Marcello. Habe Hunger, Bombosk. Such mich, Kupil. Bürgermeister, Zuhörer gesucht. Besorge Items, Rentee. Ich suche einen Gesprächspartner. Du findest mich in dem pinkfarbenen Haus im Blütenweiler. Du möchtest also den Auftrag des Bürgermeisters vom Blütenweiler übernehmen? Ja. Also dann, gib dir Mühe. Hätte ich das mal vorher gemacht. Ach, hier brauche ich eher einen Schlüssel, also komme ich eh nicht weiter. Okay, gut, ich würde mal sagen, wir gehen kurz zum Blütenweiler. So. Der Weg ist ja nicht wirklich weit. Da ist die Röhre. Ach nein, der führt uns ja jetzt. Warte mal. Komm doch auch hier in die Röhre rein. Willkommen im unterirdischen Zauberladen. Meine magischen Kräfte sind überragend, doch willst du sie sehen, musst du auf die andere Seite des Tisches gehen. Bitte. Hallo, du. Geht's dir gut, traurig oder frohgemut? Süße Merle, man mich nennt, keine hübschere man kennt. Großen Zauber ich vermag, aber nichts umsonst ich sag. Das Glück bei heute dir sehr, hat sich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß ob oder wann. Nun willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Ja. Und uns allen begrenzt die Zeit, bist du für einen Zauber bereit? Ja, bin ich.
Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Ja, bitte. Aber bitte mehr Erfahrungspunkte, ja? Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen. Beim Anblick meines Zaubers bleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns irgendwann. Spätestens wenn dein Zauber aufgebraucht ist. Auf das du die Gegner frisst. Dip, dip, dip. Backtracking. So. Den Gegner mitnehmen. Ups. Voila. Der Bürgermeister braucht Unterstützung. Dann kommt man auch irgendwie lang. Auch so ein Tor. Alles für die Erfahrungspunkte, ich weiß. Können wir alle Aufträge machen? Ich weiß ja nicht. Und wir können. Kann man eigentlich auch mehrere Aufträge gleichzeitig aufnehmen? Ach, guck mal, der hat zum Beispiel einen Partnerorden. Ob ich den auch kriege? Nö. Der hatte zwar einen Orden bei sich, aber den habe ich nicht gekriegt. Dann einmal hämmern. Trifft den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Komm, können wir ja mal testen. Es sei denn, der ist besiegt. Oder was? Ich meine, ich habe in der richtigen in den richtigen Augenblick gedrückt. Naja. Wobei ich merke schon, dass ein OBS wieder Delay drin ist. Erstangriff erfolgreich. Backtracking. Aber 4 Schaden ist schon mal sehr gut. Umbrina. So, jetzt bin ich auch schon wieder voll geheilt. Jetzt brauche ich nur noch Blütenpunkte. Weiß nicht, ich glaube, die Froschezone könnte ich rein theoretisch ausmachen. Aber das mache ich sogar auch.
Was hast du wieder zu sagen? In letzter Zeit spiele ich total gerne Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Dieses Spiel ist, es ist super. Ich habe es komplett durchgespielt. Was für ein Spaß, ob es wohl irgendwann eine Fortsetzung geben wird? Ich für meinen Teil würde gerne einmal sowas wie Paper Luigi spielen. Ja, Paper Luigi wäre auch mal was. Paper Luigi's Mansion. Hallo, ich bin wegen des Auftrages hier. Oh Mario, hast du also meinen Auftrag angenommen? In letzter Zeit fühle ich mich ein wenig einsam. Niemand will mit mir reden. Nun, jetzt bist du ja hier, also mach es dir doch ruhig bequem. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Jugend von heute. Alle sind so ungeduldig. Neulich war ich in Rohlingen bei Turz und Kupas. An der Kasse hat es etwas länger gedauert. Da rufst du einen Grünschnabel hinter mir. Mach schnell, Alterchen, es wird schon dunkel. Gut, ich bin alt und kann nicht mehr so schnell, aber so eine Frechheit. Apropos Dunkelheit, da muss ich immer an mein erstes Stelldichein denken. Ich sollte mein Märchen heimbringen, bevor es dunkel wird. Die ganze Zeit habe ich nur den Himmel angestarrt. Naja, ich war auch viel zu schüchtern, um mein Mädchen anzusehen. Mir wird ja jetzt noch flau, wenn ich daran denke. Aber ich zweifle ab. Also, was war noch gleich das Thema? Ach ja, die Jugend. Die Jugend von heute hat einfach keinen Biss mehr. Manchmal will man sie anbrüllen und fragen, wo ist euer Schneid? Was habe ich gebrüllt, als ich meinem Mädchen meine Liebe erklärt habe? Ihr Zeug fuhr los, ich stand auf dem Bahnsteig und brüllte. Was? Was ich damals gebrüllt habe? Was war das noch? Kurz gesagt, ich und mein Mädchen, wir waren wirklich verliebt. Aber das Problem ist, die Jugend von heute. Nicht so wichtig. Mein kleines Mädchen, wieso hat sie mich nur verlassen? Oh, entschuldige, ich bin wohl etwas aufgeregt. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, mal mit einem jungen Menschen reden zu können. Aber entschuldige, ich habe dir nicht einmal einen Tee angeboten. Ja, ja, das Alter. Dann nimm wenigstens dieses Blatt als Geschenk. Entschuldige, du hast ja gar keinen Platz mehr für Items. Nun, du kannst dir das Blatt hier später abholen. Ich lege es für dich bereit. Aus Kupferblättern kann man übrigens einen feinen Tee machen. Also komm jederzeit wieder, wenn du Lust auf Unterhaltung hast. Ich verbinde es direkt. So. Weil wir müssen ja eh wieder in den Untergrund, also von daher war es ja eh gut, dass wir das gemacht haben. Falls ich wirklich alle Aufträge machen soll, dann schreib's einfach. Boah, ich habe meine Kommentare deaktiviert wegen Spoiler-Alarm. Weil ich mir Zeit lassen möchte mit dem Spiel und nicht für jedes plötzliches Puppelöschen Backtracking werden möchte, weil ich das Spiel genießen möchte, weil ich es halt eben nicht kenne. Beleid und so, ne? Und du kannst mal wieder vierfach Schaden machen. 2 und 4. Wie schon 35 Minuten gleich. What? So, nur noch 3 Blumenpunkte. Wir sind wieder komplett aufgeheilt. Das ist doch wunderschön. Ich hoffe, wir kriegen einen besseren Hammer. Und Sprungattacken. Ich sage das bei den Erstangriffen, habe ich mittlerweile raus. Ja,
Er soll das Geld mitnehmen. Okay, jetzt nehmen die Erstangriffe und Sachen an. Und dann noch einmal den Hammer. Also wir kommen unser Level up ziemlich näher. Hier kriegt man zum Beispiel das Item. Häfchen. Nee. Boah, größere Itemtaschen. Kannst du bitte zurück? Merci beaucoup. So. Ich wollte eigentlich zuerst mit nochmal drauf. Und okay. Verteidigung. Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Versuche auch jetzt mittlerweile auch dieses Kontra anzugewöhnen. Sorry. Oh, Kampfbrunch ist auch ziemlich nice. Wirf mal das hier mal weg. Das war falsch, ne? Ich muss doch in den anderen rein, oder? Das war hier rein. Nein, das war ja die Röhre von da hinten, ne? Der ist hier reingegangen. Ich kann einfach abkürzen. Ich möchte das nochmal versuchen. Muss ich einfach nur sehr schnell sein. Ja, vielleicht kann man das wirklich schaffen, wenn ich sehr schnell bin. Ja, dafür reicht die Zeit nicht aus. Sieht so aus, als könnte man ja so flach sein. Vielleicht muss ich schneller flach sein. Hey. Okay, schauen wir doch nicht. Naja. Ein anderer Mal vielleicht. Ich muss jetzt dem Wesen hier folgen. Mario, da war gerade eins von diesen Wesen, über den der Professor gesprochen hat. Und er ist hier reingegangen. Brrr, fresst mich nicht! Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Ihr wollt mich auch nicht quälen? Nein! Wirklich? Puh,
Da bin ich ja erleichtert. Du kommst doch aus dem Wunderwald, oder? Was machst du denn hier? Was? Woher wisst ihr, woher ich komme? Ha, bestimmt gehört ihr zu diesen Kruzionen und habt mich bis hierher verfolgt. Oh, es ist aus mit mir. Kruzionen? Was ist denn das? Wir wollen dir wirklich nichts tun, also sag uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Kruzionen sind in den großen Baum angefallen, in dem wir leben. Wir haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Hilfe zu holen. Mario, vielleicht sind das ja die Typen, die uns neulich angegriffen haben. Dann suchen die vielleicht auch nach den Sternjuwelen. Jetzt, wo du es sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir wussten überhaupt nicht, was die von uns wollten. Wollt ihr vielleicht diese Frevler bekämpfen und wegen dieses, Sternjuwels? Ich könnte Bubu mal bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor diese Typen es bekommen, es ist wirklich dringend, bitte. Wirklich? Ihr kommt also mit? Na klar, das können wir doch nicht einfach mit ansehen. Außerdem müssen wir das Sternjuwel vor diesen Verbrechern finden. Vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens, ich heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu unserem Baum. Folgt mir ganz einfach. Hier entlang. Gut, aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Dahin, Tüdelü.